jedes Buch ist in irgendeiner Landschaft, wie es so schön heißt, angesiedelt, nicht? Und ich schreibe eine Verdepperte, dem man alles vorgeben muss, nicht? Dort wächst ein Gras, da ist ein Orangenbaum, der hat Orangen, und die Orangen sind zuerst grün, und dann werden sie gelb, und zum Schluss werden sie orangenfarbig. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich schreibe, ich bin an dem Ort, weiß eh jeder, wo das ist, und erspare mir das alles. Damit lasse ich den Leuten einen Spielraum. Natur beschreiben ist sowieso ein Unsinn, weil sich ja jeder kennt. Nicht? Ist ja dumm. Nicht? Wenn wer einmal am Land war oder in einem Garten, weiß er, was dort spielt. Das brauchen sie nicht mehr beschreiben. Dann interessant ist ja nur, was sich dann in der Natur und im Garten abspielt. Aussparen heißt es ja schon. Nicht? Aber jetzt ist wieder modern, dass man jedes Blärmbadl wird also angeführt. Nicht? Bis da einer bei der Haustür draußen ist und beim Gartentürl sind schon 60 Seiten weg. Innere Vorgänge, die niemand sieht, sind das einzige Interessante an Literatur überhaupt. Das, was niemand sieht, das hat einen Sinn aufzuschreiben. Es ist gar nichts mehr natürlich. Nichts. Überhaupt nichts mehr. Wir gehen aber immer noch davon aus, dass alles natürlich ist. Das ist ein Irrtum. Alles ist künstlich, alles ist Kunst. Es gibt keine Natur mehr. Wir gehen immer noch von der Naturbetrachtung aus, wo wir doch schon lange nur mehr noch von der Kunstbetrachtung ausgehen sollten. Dadurch ist alles so chaotisch, so falsch, so unglücklich, so tödlich konfus. Wo keine Natur mehr ist, kann auch keine Naturbetrachtung mehr stattfinden. Im Übrigen ist es unwahrscheinlich, dass zum Ende dieses Jahrhunderts diese Welt, wie wir sie heute kennen und verdauen müssen an jedem Tag, noch besteht. Das bezweifle ich entschieden. Alle Anzeichen stehen dafür, dass die Welt in kürzester Zeit sich so verändert, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen ist. Sie wird von Grund auf eine veränderte und tatsächlich von Grund auf zerstörte sein. Alles deutet darauf hin. Aber mein Irrtum ist in dieser meiner Vision auch gleich mitgeliefert. Wir steigern uns oft in eine Übertreibung derartig hinein, dass wir diese Übertreibung dann für die einzige folgerichtige Tatsache halten und die eigentliche Tatsache gar nicht mehr wahrnehmen, nur die maßlos in die Höhe getriebene Übertreibung. Mit diesem Übertreibungsfanatismus habe ich mich schon immer befriedigt. Er ist manchmal die einzige Möglichkeit. Wenn ich diesen Übertreibungsfanatismus nämlich zur Übertreibungskunst gemacht habe, mich aus der Armseligkeit meiner Verfassung zu retten, aus meinem Geistesüberdruss,